Ich finde, also in dieser Tagung geht es ja um die Zukunft. Und ich finde, es ist gerade ein bisschen früh für die Zukunft. Das heißt, ich werde über die Zukunft von gestern reden. Und die Zukunft von gestern ist das, was der Literaturwissenschaftler Nikolaus Wegmann in einem schönen Buch das alexandrinische Zeitalter genannt hat. Nämlich eine Epoche, in der es mehr Wissen gibt, mehr Texte gibt, als irgendjemand, auch der fleißigste Wissenschaftler, die fleißigste Wissenschaftlerin, wird je lesend bewältigen können. Dieses alexandrinische Zeitalter hat vor ungefähr 400 Jahren begonnen, benannt natürlich nach der Bibliothek, nach der mythischen Bibliothek von Alexandria. Und diese Bibliothek ist, wenn man so will, der Wissensort, an dem wir alle seither arbeiten, seit 400 Jahren, unbewältigbar groß. Mich interessiert, Stichwort Orte, ein besonderer Ort an dieser Bibliothek, nämlich der Keller, das finstere und nicht immer gemütliche Untergeschoss. Denn das alexandrinische Zeitalter ist geprägt von zwei Empfindungen, die eng miteinander verbunden sind, die Angst vor Informationsverlust und die Angst vor Informationsüberschwemmung, vor Overload. Diese Angst oder diese Ängste gibt es auch schon seit einiger Zeit. Die Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts haben ja Gutenbergs Erfindung enthusiastisch begrüßt als die endgültige Rettung der kostbaren antiken Texte. In ganz vielen Exemplaren verbreitet würden diese Texte, und davon waren sie überzeugt, nie mehr verloren gehen. Aber Erasmus von Rotterdam, selber ein ziemlich produktiver Autor, hat auch sehr früh schon über, Zitat, die Schwärme neuer Bücher geklagt, die durch ihre schiere Masse eine Gefahr für die Gelehrsamkeit seien. Auch wenn einige von ihnen, schrieb er, Neues enthielten, würden sie die wirklich wichtigen alten Texte ersticken und zum Verschwinden bringen. Die Produkte seines eigenen Verlegers wollte aber davon explizit ausgenommen wissen. Eineinhalb Jahrhunderte später, 1680, wusste es Gottfried Wilhelm Leibniz dann ganz genau. Die schreckliche Masse der vielen neuen Bücher und die ins Unendliche gewachsene Zahl der neuen Autoren können nur zu allgemeiner Amnesie führen und zu, Zitat, Rückkehr in die Barbarei. Im 18. Jahrhundert träumen dann die Wissenschaftler von einer Gelehrtenkommission, die die vielen, vielen Millionen unnötiger Bücher durchsieht, das Wichtige, wirklich Wichtige daraus zusammenträgt und den Rest vernichtet. Und noch bösartiger liest sich das bei Arthur Schopenhauer, der die Überfülle der Bücher beklagt, Zitat, überall legionenweise vorhanden, die alles erfüllt und alles verschmutzt wie die Fliegen im Sommer, wucherndes Unkraut, das dem Weizen die Nahrung entzieht und ihn erstickt. Ich bin deswegen nicht ganz einverstanden damit, dass mit der Prämisse zu dieser Tagung, dass die Digitalisierung, dass wir im Moment einen grundlegenden Wandel erleben mit der Digitalisierung. Das digitale Zeitalter ist in ganz vielen Bereichen eine Revolution, aber nicht dort, wo es um die Beschwörung der Zukunft geht. Dort werden nämlich alte Motive, sehr alte Motive, unverändert weitererzählt, weil die Zukunft, die wir am liebsten haben, ist die Zukunft, die wir schon kennen. Alles Wissen für alle, Befreiung von Materialität, Auflösung aller Grenzen. Mareike König hat solche Vokabeln ja gestern auch für die Blogs in Anspruch genommen. Der endgültige Sieg über den gefräßigen Kronos, kurz Ewigkeit für das Wissen. Zungen reden, alle werden alles verstehen und Befreiung von allen Hierarchien gibt es als Draufgabe. Alle Texte aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart in allen Sprachen, schrieb Kevin Kelly 2006 in der New York Times, würden binnen weniger Jahre in a single liquid fabric of interconnected words and ideas allen zur Verfügung stehen, jederzeit und überall. Ganz so, als ob es Digital Rights Management und kommerzielle Monopole im Netz nicht gäbe. Falls Sie Lust haben, sich die aktuelle, sich die neueste Version dieser feuchten Träume vom WLAN-Paradies anzuschauen, blättern Sie in das neue Buch von Jeremy Rifkin, im Herbst 2014 erschienen, in der das Wissen im Internet den Kapitalismus besiegt.
diesmal aber wirklich. Das ist die Predigt vom gelobten Land Digitalien. Die hat seither auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Utopie vom Leser, der gleichzeitig Autor ist und an einem riesigen kollektiv generierten Text mitschreibt, hat Roland Barthes 1968 formuliert. Und angesichts des Fotokopierers hat Marshall McLuhan ein paar Jahre früher vergnügt trompetet, ab jetzt sei jeder Autor sein eigener Verleger. Bücher hat Thomas Edison 1912 prophezeit, würden in Zukunft sowieso überflüssig, weil alles menschliche Wissen durch Filme und Telefon vermittelt werde. All diese Narrative sind religiös. Horst Bredekamp hat es gestern angetönt. Wir Gelehrte sind nun einmal die Nachfolger, und zwar die direkten Nachfolger der Bettelordensprediger und der protestantischen Moraltheologen. Deswegen gibt es diese ganze Techno-Eschatologie natürlich auch in der pessimistischen Variante, Herrschaft von Simulation und von künstlichen Bildern und natürlich Untergang aller Bücher als den einzig wichtigen Gefäßen schriftlicher Autorität. 1929 hat der deutsche Verleger Eugen Diederichs bitter über den Untergang der Buchkultur und die zukünftige Herrschaft von Grammophon und Kino geklagt. Und noch einmal ein Jahrhundert früher, 1824, fand der Freiherr von Goethe, dass die neuen Zeitungen mit ihrer, Zitat, Halbkultur der Massen das wirklich wichtige Wissen zerstörten. Sie seien ein böser Nebel, ein fallendes Gift. Ein ordentlicher Untergang dauert ja immer länger. Dafür bleibt er ewig frisch. Vor 6 Monaten ist das Buch eines renommierten deutschen Bibliothekshistorikers erschienen, in dem die digitalen Kanäle als wolkenförmige Nicht-Identität und Todeszone für Eigentum und Leiblichkeit beschrieben werden. Alles löst sich in einem reinen Jetzt ohne Vergangenheit auf, ein von, Zitat, Algorithmen gesteuerter, insektenhafter Plan- und Überwachungsstaat, der sich anschicke, die Welt zu übernehmen. Die letzten Worte des Buches sind interessanterweise im Namen Gottes. Also einmal die frohe Botschaft vom selbstverwalteten digitalen Paradies, in dem alle Schreibprozesse auf immer für alle transparent bleiben, alles umsonst und draußen. Und auf der anderen Seite die düstere Bußpredigt angesichts zu vieler neuer Bilder und zu vieler neuer Informationen. Auf das Selbstmitleid von Professoren über 50 ist nämlich Verlass, da kenne ich mich aus. Das kommt nun wirklich unübersehbar aus der Vergangenheit und es ist relativ schwierig, darin Prognosen von Wünschen zu unterscheiden. Geht es auch anders? Ich glaube ja. Hier im Publikum sitzen eine ganze Menge Archivare. Ich habe das erst gestern im Lauf des Nachmittags und des Abendessens festgestellt. Und den Leuten aus den Archiven und aus den Bibliotheken muss man das, was ich jetzt erzähle, glaube ich, sowieso nicht erklären. Die bitte ich jetzt gleich um Nachsicht, dass ich ihnen etwas erzähle, was sie schon wissen. 2002 ist ein sehr schönes Buch auf Englisch und Deutsch gleichzeitig erschienen von dem Journalisten und Historiker Alexander Stille. Das handelt von der Zukunft der Vergangenheit. Und dafür begibt er sich 2002 in die National Record Archives in Maryland und in den Keller. Denn in diesem Keller der Archive wird das, wovon ich am Anfang gesprochen habe, die doppelte Angst vor Verlust und Overload am deutlichsten. Stille beschreibt die Keller der Archive als ein Technologiemuseum, in dem lauter alte Hardware für die Verwaltung und für das Wiederfinden von Wissen steht, aus den 1930er, 1940er, 1970er Jahren, ein Dschungel verfallender Magnetbänder, obskur gewordener Datenrekorder und Festplatten mit unlesbar gewordenen Betriebssystemen. Plus gigantischer Mengen von Behörden-E-Mails, von denen 2002 niemand gewusst hat, in welchem Format man sie auf Dauer haltbar machen kann. Denn je dichter Daten gespeichert werden, desto fragiler sind sie. Aus dieser Perspektive, wie haltbar ist der Speicher eigentlich, sieht nämlich die Mediengeschichte der Moderne plötzlich ziemlich anders aus. Informationsrevolution Gutenberg, so optimistisch die Humanisten das damals begrüßt haben, von der Druckproduktion vor 1500 ist ein Drittel nicht mehr vorhanden
und ein weiteres Drittel nur noch in einem einzigen Exemplar. Wundermedium Radio, das erste Medium, in dem die demokratische Legitimation, alle können mitmachen, im frühen Radio verwirklicht werden sollte. Aber der allergrößte Teil, 97% der frühen Radiosendungen, ist verschwunden. Traummaschine Kino, aber die Hälfte aller Filme, die vor 1940 entstanden sind, ist ebenfalls weg, für immer. Und genauso sieht das für die Bildtechnik der Moderne schlichthin aus, nämlich die Fotografie. Fotografie ist seit ihrer Erfindung 1839 gepriesen worden für ihre Fähigkeit, Wirklichkeit präzise festzuhalten und für die historische Forschung zu bewahren. Sie werde, hat ein enthusiastischer Brite 1851 geschrieben, zukünftigen Historikern unersetzliche Dienste leisten. Und ein paar Jahre später, 1859, wurde angesichts der Stereofotografie nichts weniger als die endgültige Befreiung der Form von der Materie ausgerufen. Man gebe uns ein paar Negative eines sehenswerten Gegenstandes, aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen, mehr brauchen wir nicht. Man reiße dann das Objekt ab oder zünde es an, wenn man will. Zitat Ende. Erst die Fotografie mit ihren Möglichkeiten der Dokumentation hat ein anderer Gelehrter, ein berühmter französischer Professor, 1880 geschrieben, habe aus der Kunstgeschichte erst eine Wissenschaft gemacht. Fotografie ist ja im Wortsinn der Speicher für stillgestellte, eingefrorene Zeit. Seit der Erfindung der Fotografie sind in der Schweiz, ein vergleichsweise kleines Land, etwa 140 Millionen Fotografien entstanden, von 1840 bis 2000. Von diesen 140 Millionen Fotografien, so die aktuelle Schätzung, die ist vom Dezember 2014, sind heute noch etwa 50 Millionen erhalten. Das klingt gar nicht schlecht, ungefähr so wie der Buchdruck. Aber diese Fotos zerfallen, und zwar vor allem die, die nach 1945 entstanden sind, und das ist weit mehr als die Hälfte dieser 50 Millionen Bilder. Diese Filme sind auf Zelluloseacetat hergestellt, sie schrumpfen, die belichtete Schicht reißt und löst sich ab. Noch schlimmer sieht es für die Farbdias aus, wie Sie alle wissen, aus Ihren eigenen Familienerinnerungen. Die sind nämlich jetzt viel roter und oranger. Die 70er Jahre werden im Nachhinein immer blasser, roter und oranger, bis sie dann irgendwann komplett verschwinden. Wie lange es diese Fotos noch geben wird, ist offen. Der aktuelle Bericht über das fotografische Erbe der Schweiz schreibt, dass nur die Hälfte aller Institutionen die ihnen anvertrauten Bildersammlungen genügend konservieren können. Das heißt, relativ viele von diesen 50 Millionen Bildern wird es in 30 Jahren nicht mehr geben. Und das wohlgemerkt in einem der reichsten Länder des Planeten. Wie es um die Aufbewahrung von Fotografien in weniger wohlhabenden Weltgegenden bestellt ist, denn fotografiert worden ist ab den 1840er Jahren überall, von Ägypten bis nach Indien und Lateinamerika, das können Sie sich selber vorstellen. Aber zum Glück gibt es ja das Netz, das Wissen, der Wissensspeicher. 1999 ist das berühmte Projekt Gutenberg-i gestartet worden, ins Leben gerufen von Robert Darnton, damals frisch gewählter Präsident des amerikanischen Historikerverbandes. Es werde für junge Wissenschaftler immer schwieriger, ihre Dissertation als Buch zu publizieren, erklärte Darnton angesichts schrumpfender Verkaufszahlen der University Presses. Und gerade für kleine Gebiete, unter anderem nennt er auch die Geschichte der Vormoderne als ein solches Krisengebiet, in dem ich selber auch arbeite. Mithilfe der Mellon Foundation wurde der Gutenberg-i Award für hervorragende Dissertationen im Fach Geschichte gestiftet, verbunden mit relativ viel Geld und der Publikation als E-Book, mit der Möglichkeit, über den bloßen wissenschaftlichen Text hinaus, damit Bilder, Filme, ganze Quellen, Sammlungen einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und in Zusammenarbeit mit Columbia University Press wurden insgesamt 35 solcher E-Books aufs Netz gestellt. Gutenberg-i war ein Vorzeigeprojekt, über das am Beginn des 21. Jahrhunderts sehr viel berichtet worden ist. Es stellte sich aber rasch heraus, dass die Produktionskosten sehr viel höher waren als gedacht. Der Aufwand für den Verlag war genauso hoch wie bei der Produktion auf Papier. Aber noch viel höher waren die laufenden Kosten für Wartung und Erhaltung der Website.
Und die Verkaufszahlen der Bücher blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Das Projekt wurde nach nur 6 Jahren, 2004, beendet. Die Website ist immer noch da, eine Art Zeitkapsel, eingefroren im Frühjahr des Jahres 2008. Und da sind auch jede Menge Links, unter anderem der Link auf Robert Darntons berühmtes Program for Reviving the Monograph, mit der das Projekt begonnen hatte. Wenn ich das heute anklicke, kommt das, was Sie denken, was kommt. 404. Site not found. In den Jahren um 2000 sind in den Geschichtswissenschaften sehr viele digitale Projekte online gegangen, alle von der öffentlichen Hand finanziert und die meisten davon mit dem Anspruch, Lesen und Schreiben auf komplett neue Art und Weise miteinander zu verbinden. So hat das der österreichische Historikerkollege formuliert, der damals die Plattform mit dem schönen Namen www.pastperfect.at gegründet hat. Getragen vom Wunsch, ich zitiere, den Nutzenden die Chance, aufs glücksversprechende Serendipity-Effekte einzuräumen. Die User sollen die Gelegenheit haben, zu kreativen Leserinnen-DJs zu werden, Texte ineinander fließen zu lassen, durch hypertextuelle Verweisungsmuster und deren intuitive Visualisierung Foucault-gleich durch die Texte zu tanzen. Past Perfects unsequenzierter Hypertext lässt sich denn auch gar nicht linear rezipieren, hat er stolz geschrieben. Dieses Projekt ist 2004 mit dem Medida-Preis ausgezeichnet worden, dem höchst dotierten deutschsprachigen Preis für digitale Medien an den Hochschulen. Wenn ich heute im März 2015 auf den Link klicke, erscheint der Text. Zurzeit befindet sich die Website PastPerfect.at samt der Community im Wiederaufbau und wird voraussichtlich Herbst 2013 wieder online gehen. Für Presseanfragen bitten wir Sie wie gewohnt, unsere Pressemitarbeiterin zu kontaktieren. Das meine ich mit den Zeitkapseln. Das Netz ist voller eingefrorener alter Projekte von früher. Es gibt ein Buch von Thomas DeCourt, Best of History Websites, 2007 in New York erschienen. Und auf den Seiten 285 bis 306 listet das insgesamt 104 Websites für die Geschichte meines Arbeitsbereichs des Mittelalters und der Renaissance auf. Von diesen 104 Websites sind Ende Februar 2015 45 noch unter der angegebenen Adresse zu finden. Weniger als die Hälfte. Bei allen anderen kommt 404, site not found. Tja, werden Sie sagen, das ist eben ein altes Medium, so ein Buch, ohne Update-Funktion, ohne Leser-Schreiber-Kollektive. Aber auch im gelobten Land Digitalien gibt es jede Menge solcher Zeitkapseln. Auch auf der Homepage der Deutschen Nationalbibliothek ein stolzer Eintrag zum Projekt DIS Online. Seit 1998 sammelt man Dissertationen und Habilitationen in elektronischer Form. Mittlerweile seien es über 120.000 Dokumente. Jährlich findet das International Symposium for Electronic Theses and Dissertations statt, auf dem das deutsche Engagement vorgestellt wird. Ich klicke auf den Link 404. Der Medida-Preis für Qualitätssicherung beim Einsatz digitaler Medien im Hochschulbereich ist 1999 von den zuständigen Ministerien in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestiftet worden. 100.000 Euro Preisgeld, das ist nicht so schlecht, wird aber seit 2009 nicht mehr vergeben. Die dazugehörige Website hat den Stand von 2011. Eine Taskforce sei mit der Fortsetzung beauftragt. In deren Pflichtenheft steht übrigens als erster Punkt Kostenreduktion. Und wenn man dann weiterklicken möchte, kommt 404. Willkommen im Keller der Alexandrinischen Bibliothek. Die zukünftigen Inhalte digitaler Wissensspeicher hat der österreichische Kollege, der von PastPerfect.at 2009 geschrieben, seien darauf ausgerichtet, seien nicht auf Dauerhaftigkeit, Fixierung und Abgeschlossenheit angelegt, sondern sie bieten offene Strukturen. Im Gegensatz zu einem auf Dauer fixierten Produkt steht der Prozesscharakter und der stete, nicht vorhersehbare Wechsel. Zitat Ende. Das stimmt. Aber ein bisschen anders, als er es gemeint hat, glaube ich. Derselbe Kollege in einer privaten Mitteilung per E-Mail Ende Februar 2015. Digital ist nie abgeschlossenes Produkt, immer Prozess. Als solchen wird man ihn auch nicht los.
kann ihn nicht ablegen, das klebt an einem. Auch wenn es nur darum gehen sollte, die blöde jährliche Rechnung für den Host des Website-Namens zu bezahlen oder die ärgerlichen Serverumstellungen des universitären Informatikdienstes mitzumachen und die eigene Projekt-Website, die man immer am Hals hat, zu adaptieren, schlechtes Gewissen, man sollte sich drum kümmern, immerhin war das mal berühmt und man mochte das Ganze sehr, aber jetzt will man das auch mal los sein dürfen. Bei Büchern vergriffen, meist aber noch in irgendeiner Bibliothek zu bestellen. Bei Website eigener Fehler, es wäre ja so leicht, das online zu halten. Nein, ist es nicht. Zitat Ende. Was haben wir also gelernt? Nicht von Gutenberg, sondern aus den letzten 15 Jahren. So wunderbar die digitalen Kanäle für Kommunikation sind, sie sind kein guter Speicher. Sie sind Verteiler und das ist nicht dasselbe. Bibliotheken waren nie besonders sichere Orte, aber in keiner Bibliothek verschwinden Inhalte so schnell wie im Netz. Links verfallen, Server ziehen um. Ein 2012 erschienener Überblick zur Geschichte des Internets hat trocken bemerkt, dass große Teile des Quellenmaterials dazu nicht mehr existieren. Eine 2013 erschienene Studie zu Material aus den sozialen Netzwerken resümiert, dass nach nur 2,5 Jahren 30% der dort gespeicherten Informationen verschwunden seien, unauffindbar. Und wir haben gestern sehr viel über die Blogs gelernt. Die sind ja so etwas wie das wissenschaftliche Nabelfernsehen schlechthin. Die Kommentierung der Welt. Ich frage mich, wie haltbar Blogs eigentlich sind, weil meine eigenen Versuche, Blogtexte von vor 5 oder vor 7 Jahren wiederzufinden, landen regelmäßig bei 404. Ich will jetzt gar nicht darauf heraus, dass diese Form der individuellen Wissenschaftskommunikation technisch von großen kommerziellen Anbietern wie Automatic.com und anderen abhängig ist. Aber um überhaupt auffindbar zu bleiben im gelobten Land Digitalien, braucht es ununterbrochenes Aufdatieren und Umkopieren und das kostet Geld und Zeit. Aber vor allem Geld. Die digitale Speicherung 1 Meter Archivmaterial, das ist die aktuelle Schätzung aus dem Schweizerischen Bundesarchiv, ist 9-mal so teuer wie die analoge Aufbewahrung. Die Revolution. Ich höre seit 20 Jahren unterbrochen das Wort Revolution. Vielleicht lässt sich das in den Worten eines populären deutschen Schriftstellers zusammenfassen, vor mehr als 150 Jahren geschrieben. Während die Revolutionäre damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparolen, Kostüm, um in dieser erborgten Sprache eine alte Szene aufzuführen. Das ist, Sie haben es schon vermutet, natürlich Karl Marx, aber das ist natürlich Absicht. Die Webprojekte, Blogs, digitalen Plattformen der letzten 20 Jahre sind, glaube ich, die genauen Gegenstücke zu den proletarischen Massenparteien der K-Gruppen der 1970er Jahre und zu den selbstverwalteten Alternativprojekten der 1980er Jahre. Es sind religiös aufgeladene Vehikel für Zugehörigkeit, für die emotionale Teilhabe am Richtigen, an einer diffusen, aber als selbstverständlich und unüberwindlich aufgefassten Bewegung. Sie sind Erlösungsfahrzeuge. Und wie die Erlösungsfahrzeuge der 1970er und 1980er Jahre, sind diese Digitalisierungsprojekte auch narzisstisch aufgeladen. Das digitale Versprechen, mit allen verbunden sein, aber geborgen in der eigenen Community, nach außen wirksam und unendlich vervielfältigt, aber immer home, daheim. Das kommt so wolkig daher, dass es gar nicht entkräftet werden kann. In der Geschichte der Medien des 20. Jahrhunderts sind Utopien von breiter demokratischer Selbstverwaltung ohne Hierarchien jedes Mal sehr flott von technisch überlegenen Monopolanbietern abgelöst worden. So war das nicht nur beim Radio, sondern auch beim PC, so war das beim Internet, siehe Google, und so ist das beim Web 2.0, siehe Facebook. Wer auf sehr hohem Abstraktionsgrad von Wissensordnungen und Wissenskultur redet, erzeugt auch eine Illusion von Autonomie. Ganz so, als ob es die
Apparate, mit denen wir die Informationen konsumieren, nicht gäbe. Und ganz so, als ob die Daten, Texte, Bilder, Filme durch den Heiligen Geist zu uns kommen und nicht nur Kanäle und Programme, die jemandem gehören, und zwar einer Firma. Zukunftsprognosen beruhen auf Vergessen, auf dem systematischen Vergessen der Prognosen von gestern und von vorgestern. Erstaunlich viel vom Reden über die Digitalisierung in den letzten 15 Jahren war ein Traum von einer Welt, in der elektrischer Strom für immer billig bleiben wird und in denen die Firmen, denen wir unsere Daten und Infrastruktur anvertrauen, nie pleite gehen werden. In der wirklichen Welt tun aber Firmen, genauso wie andere Institutionen, nicht immer das, was sie versprochen haben. Wer im Jahr 2015 an die Wunderwelt von Open Access glaubt, alles für alle und umsonst, vermeintlich umsonst, der sollte das entsprechende Kapitel in dem neuen Buch des Wissenschaftshistorikers Michael Hagner lesen, das gerade erschienen ist. Wer enthusiastisch auf die komplette Digitalisierung älterer Informationsspeicher setzt, tut ja nichts anderes, als eine langfristige Wette abzuschließen. Unter anderem eine Wette auf niedrige Infrastrukturkosten und auf die zukünftige Prosperität der öffentlichen Hand. Eingeschlossen die Bereitschaft der öffentlichen Hand, kommerziellen Anbietern weiterhin beträchtliche Summen zu zahlen. Würden Sie, sehr geehrte Damen und Herren, von eine solche Wette abschließen? Von Ihrem eigenen Geld, nicht von dem Ihrer Arbeitgeber? Für jemanden mit meiner eigenen Generation, der in den 1980er Jahren akademisch mit Michel Foucault sozialisiert worden ist, ist es heute sehr einfach, den Studierenden im Proseminar Foucaults Begriff der Macht zu erklären. Die digitalen Kanäle und die großen Netzmonopolfirmen, die sind im 21. Jahrhundert le pouvoir. Sie sind gleichzeitig Möglichkeit und handfester Zwang. Und ihre Macht reicht überall hin, auch in den Keller. Aber diese diffuse Macht des Digitalen hat etwas sehr Befreiendes geschaffen, ein sehr einfach erreichbares Draußen, den Ausknopf. Das Ende der Welt ist dort, wo es kein WLAN gibt. Es kann also jederzeit selber erzeugt werden. Das wirklich entscheidende, machtvolle Wissen ist deswegen heute wahrscheinlich nicht digital verfügbar. Und das macht es so verlockend. Was ich eigentlich wissen will, sagt eine Figur in Thomas Pynchons neuem Roman Bleeding Edge, was ich eigentlich wissen will, ist wahrscheinlich nicht da, wo es eine Suchmaschine finden könnte. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Gröbner, für diesen spannenden, anregenden Vortrag, der sehr treffsicher die Rhetoriken des Neuen auf den Punkt gebracht hat, die um das gelobte Land Digitalien, wie Sie es genannt haben, kreisen. Es gibt bestimmt Stoff für Diskussionen. Ganz hinten. Mein Name ist Jürgen Bunzel. Ich habe gerade einen Ausflug in den Keller des Internet gemacht, und zwar auf die Seite Web Archive. Habe ich eine Webseite gefunden von mir. Meine erste Webseite habe ich, glaube ich, 2001 gemacht. Die habe ich da aufgefunden. Also es geht nichts verloren. Ich wäre da zurückhaltend. Schauen Sie in 5 Jahren nochmal nach. Schauen Sie in 5 Jahren nochmal nach. Ich weiß, dass es Web Archive gibt. Ich weiß, dass es die großen Wiederfind-Institutionen gibt, das sind, ich wäre sehr zurückhaltend mit der Prognose, dass es das in 20 Jahren noch geben wird. Ich freue mich, dass Sie Ihre eigene Website finden. Ich selber finde bei meinen eigenen Recherchen über große von der öffentlichen Hand bezahlte Netzprojekte, das sind die ich Ihnen aus meinem eigenen Fachgebiet vorgestellt habe, diese Dinge auf Web Archive nicht. Sie können gerne mit mir zusammen nachher nachschauen, sonst hätte ich Ihnen das so nicht erzählt. Dankeschön. Wir haben einen weiteren Beitrag, bitteschön. Ja, Bonte, Dresden. Vielen Dank für den geistreichen Vortrag, der aber meines Erachtens viel zu schwarz malt.
Sie reden von Phänomenen, die jetzt gerade mal 20 Jahre alt sind. Der WDR, der inzwischen immer noch Radio sendet, wird keine Sendung mehr verlieren, da bin ich ganz sicher. Die Bayerische Staatsbibliothek, die 1 Million Bücher schon digitalisiert hat, wird die auch in 30, 50 und 100 Jahren noch anbieten. Dafür gibt es nämlich die Infrastruktureinrichtungen, die da sehr angestrengt an Lösungen für Phänomene, die erst seit 20 Jahren in der Welt sind, arbeiten. Also ich glaube, insgesamt, da könnte man noch sehr viele Beispiele bringen, wir tun sehr, sehr viel und wir haben auch schon einiges erreicht. Wie gesagt, Film gibt es noch, Radio gibt es noch, es gibt alle Medien und die werden natürlich in einer ganz anderen Weise als zur Zeit ihrer Erfindung besichert. Das, was ich aber eigentlich fragen will, ist, worauf Sie eigentlich hinaus wollen. Was ist denn die Alternative? Wie soll denn Wissensaufbau, Wissensstrukturierung, Wissensvermittlung ablaufen? Wir wissen, dass Sichtbarkeit und Reichweite von digitalen Informationen und digital verbreitetem Wissen enorm höher ist als in der klassischen Welt. Wenn Sie sagen, das kostet 9-mal so viel, dann ist wahrscheinlich auch die Verbreitung und die Bildung eines Netzwerks, gerade zu speziellen Fragestellungen, auch 9-mal so schnell. Sie finden, ich selber habe das ja auch schon erfahren, Sie werden es erfahren haben, Sie finden Partner, die Sie in der globalen Wissenswelt nie gefunden hätten, wenn Sie nicht mal eine Mail oder einen Blogbeitrag geschrieben hätten. Aber was ist die Alternative? Also wo soll es denn hinlaufen, wenn wir jetzt das alles akzeptieren, was Sie sagen? Wie sollen wir denn künftig arbeiten? Ich glaube, ich muss hier ein Missverständnis auflösen. Ich bin ein enthusiastischer Benutzer der Angebote der Bayerischen Staatsbibliothek. Ich wollte auf die Pointe hinweisen, die die Mediengeschichte in der Hinsicht bereit hält, dass wir über die Benutzungsbedingungen in 50 Jahren tatsächlich nichts wissen können. Ich habe deswegen die Formulierung von den niedrigen Strompreisen gebracht. Die Umkodierung großer Informationsmengen ist ein, vielleicht sagen die Archivare, die im Raum sind, dazu ein bisschen mehr, ein interessantes Problem. Reden Sie mal mit kommerziellen Fotografen, die eigene große Bilddatenbanken von digitalen Bildern haben, wie schwierig es für die ist, diese Bilder, und wir reden hier nicht von sehr, sehr vielen, sondern vielleicht von 200.000 oder 300.000 Bildern, auf Dauer in einem Zeitraum von 20 Jahren für sich selbst greifbar zu halten. Das heißt, das sind Archivierungsprobleme, die beträchtlich sind. Und es ist ein Unterschied, ob man vermittelt oder ob man speichert. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin genauso wie Sie ein enthusiastischer Benutzer aller digitalen Kanäle und dieser Vortrag ist natürlich nur durch digitale Informationsmöglichkeiten zustande gekommen. Nur ich kann mich doch als Historiker, und das ist mein Job, nicht blöd stellen und die historischen Äquivalente aus dem 19. Jahrhundert ignorieren. Speicherung und Vermittlung sind zwei verschiedene Dinge. Und das religiöse Versprechen der Erlösung von der Materie, fürchte ich, wird sich, wie die meisten dieser Versprechen, nicht vollständig einlösen lassen. Es hat sich bei der Fotografie nicht einlösen lassen. Vielleicht ist diesmal alles anders. Viel Vergnügen. Dann sind wir im Bereich der Wünsche. Und meine Prognose wäre, materielle Infrastruktur spielt bei der Erhaltung von Informationen eine sehr viel größere Rolle, als wir das heute absehen können. Das wäre meine sozusagen vorsichtige Prognose. Vielen Dank. Vielleicht können wir die Rückfrage in die Kaffeepause verschieben, weil ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen und würde dann die Vielleicht Liste können wir die sammeln, ich möchte die alle hören. Ja, wir sammeln die. Frau König, Frau Hetscher, Dame in dieser Reihe und Herr Bredekamp. Frau König. Ja, vielen Dank. Was die Blogs anbelangt, nur eine kurze Hinweis. Bei uns werden die Blogs langzeitarchiviert von der Bibliothek National. Also es gibt durchaus Institutionen, die sich mit Langzeitarchivierung im digitalen Raum beschäftigen.
Das zahlt die BNF. Und das ist das eine. Und die zweite Frage geht ein bisschen ähnlich in die Richtung von Herrn Bonte. Also worauf wollen Sie denn hinaus? Was schlussfolgern wir daraus? Wie sollen wir denn jetzt publizieren, wenn das Digitale nicht der Ort ist und die Sachen dann später nicht mehr da sind? Sollen wir wieder in Stein meißeln? Was sollen wir machen? Ich empfehle es auf... Oh, gut. Frau Hetscher. Hetscher, Universität Konstanz. Ich würde mich da gerne anschließen und auch noch mal den Bogen zu gestern beim Start spannen. Da ging es einmal um das Thema, und ich finde, Sie haben das alles vermischt, es ging einmal um das Thema Teilhabe. Das ist dann eher das Vermitteln und die Zugänglichkeit, wo die Frage ist, wer kann eigentlich teilhaben an dem, was wir schaffen, was Frau Metze-Mangold für die UNESCO formuliert hat. Das ist sozusagen eher der politische Aspekt. Der zweite ist etwas, was Herr Mittelstraß benannte in der Frage, was hat eigentlich Relevanz und was wollen wir denn eigentlich langfristig sammeln? Sie haben selber erwähnt, dass vieles verloren geht. Und ich sag mal, so ist das Leben. Ich bin selber Bibliothekarin und sozusagen berufsgeprägt, weiß aber, dass nicht alles aufgehoben werden kann in dieser Welt. Ja. Und wir haben im Moment die Illusion, es müsse so sein, weil es ein neues Medium ist. Und wenn wir uns davon trennen, dann ist es auch nicht schlimm, dass sie 404 haben, sondern dann sind eben bestimmte Dinge einfach weg. Der Unterschied ist, ich weiß, es gab es einmal, das ist so wie ein Zitat von etwas, wo ich das Original heute nicht mehr finde. Und das Dritte ist, ja, wir werden Geld in Infrastruktur stecken müssen und die Frage ist eher, wo kommt es her und welche Umschichtungen in dieser Infrastruktur müssen stattfinden, um tatsächlich das, was wir dann bewahren wollen, auch bewahren zu können. Und dass es da Forschung und Arbeit geben muss, um das tatsächlich dann auch sachlich richtig zu tun und informationstechnisch solide, das ist tatsächlich etwas, woran wir werden arbeiten müssen. Vielen Dank. Ein Beitrag in der Mitte. Vorne. Mein Name ist Renate Buschmann. Ich leite in Düsseldorf eine Video- und Medienkunststiftung. Und wir sitzen tatsächlich in einem Keller. Ich habe vieles von dem, was Sie erzählt haben, aus der Praxis wiedererkannt. Aber ich bin da auch in einem Spannungsfeld. Wir sitzen in einem Keller, wir sind nicht öffentlich zugänglich. Ich habe dieses Archiv zu pflegen, zu erhalten und zu vermitteln. Und die große Überlegung, als dieses Archiv aufgebaut worden ist und gegründet worden ist 2006, war, ist doch prima, Video- und Medienkunst, Bewegtbilder kann man alle über das Internet zeigen. Wir brauchen gar keinen analogen, physisch erfahrbaren Ausstellungsraum. Wir haben eine Internetplattform, dort zeigen wir alles in voller Länge. Urheberrechtlich war das geklärt, wunderbar. Diese Plattform, sie ist viel benutzt worden, sie ist unglaublich wichtig für die Ausbildung, für die universitäre Bildung, für jeden, der sich für Video- und Medienkunst interessiert. Aber sie war natürlich A, nicht genug, also ich streite tatsächlich für einen physischen Ausstellungsraum, und B, haben wir sie tatsächlich im letzten Frühjahr schließen müssen, weil zu vieles obsolet war. Mit diesem Problem des obsoleten Apparats müssen wir uns eh ständig kümmern. Aber meine Frage ist jetzt, die mich umtreibt, und vielleicht haben Sie einen Hinweis, einen Rat, eine kleine Antwort darauf. Wie halten wir denn diese Plattformen? Kann es Systeme geben, um tatsächlich solche Plattformen, die wichtig sind für die Vermittlung, für die globale, aber auch selbst hier innerhalb Deutschlands für die Vermittlung solcher Kunstformen, wie halten wir die denn am Laufen? Also in unsere Plattform sind mal ursprünglich unglaubliche Forschungsgelder gegangen in den Jahren 2003 bis 2005. Und ich kenne eine ganze Menge anderer Initiativen in diesem Bereich Medienkunst, wo auch sehr viel Gelder reingeflossen sind, wo sehr viele Gedanken, kluge Gedanken reingeflossen sind, sehr viel Intelligenz, ja, sehr viele Ressourcen. Wie halten wir die denn am Laufen? Also welche Modelle gibt es? Wir sind derzeit dabei und wollen eine neue Plattform dafür aufbauen, die verschiedenste Funktionen hat und die auch aus diesen ganzen Jahren gelernt hat, die Erfahrungen der letzten 10 Jahre des Internets zusammenfügt und daraus auch hoffentlich kluge Schlüsse zieht. Aber wie können wir sowas tatsächlich finanziert halten? Ist dafür eine Möglichkeit, und damit möchte ich jetzt hier abschließen, doch vielleicht ein Lizenzmodell aufzubauen, dass wir dadurch andere Gelder reinkriegen, weil aus öffentlichen Händen, das weiß ich selber, das ist sehr schwierig, das sind immer wieder begrenzte finanzierte Projekte und dann verweisen diese Plattformen. Genau. Dankeschön. Den letzten Wortbeitrag auf dieser Seite, Professor Bredekamp. Ja, es ist die Spannung, in der wir uns befinden.
Man kommt im Moment zu keiner Lösung. Ein Beispiel, ich habe einen mit Spezialisten einen schweren Irrtum begangen. Ich habe eine durch digitale Medien erzeugte Fälschung eines Galilei-Buches als solche nicht erkannt. Mein Buch, in dem ich diese Fälschung nicht erkannt habe, habe ich vor 10 Jahren publiziert und ich habe, nachdem es sich als Fälschung erwiesen hat, mein Buch neu geschrieben. Ich habe die gesamte Literatur der letzten 10 Jahre, in den letzten 2 Jahren durchforstet. Ich habe einiges gelernt über den Umgang mit geistigem Eigentum in digitalen Zeiten, aber das ist nicht der Punkt. Galilei-Forschung. Ich habe mehr als die Hälfte der wichtigsten Websites nicht mehr gefunden. Galilei-Forschung. Selbst das Nationalmuseum Florenz war nicht in der Lage, die Bibliografie weiterzuführen. Es ist vorbei. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass man nicht maschinenstürmerisch argumentieren kann gegen das Digitale an sich. Und das ist die Spalte. Und der müssen wir uns stellen. Es gibt diesen fantastischen Text Judicium Jovis von 1494, in dem die Erde den Menschen anklagt, dass er durch die Durchwühlung ihrer Eingeweiden sowohl die Erde tötet, wie auch sich selbst letzten Endes, weil er die Erde umbringt in seinem Kampf gegen die Erde. Jupiter sagt, der Mensch muss es, weil er ein Risiko hat und er weiß um das Risiko. So war es mit der Atomkraft. Sie ist gestartet, ohne zu wissen, wo man endet. So ist es mit dem Digitalen. Der Mensch steht er muss es tun. So ist das Urteil von Jupiter 14. Der Mensch muss es tun, aber er muss um sein Risiko wissen. Und das Digitale weiß nicht, nimmt das Risiko nicht ernst. Es gibt nur eine Konsequenz: analog und digital. Das ist die einzige Konsequenz. Und vielleicht ein Satz noch: Ich mit meinem Kollegen Schäffner konnte ich das Exzellenzcluster Bildwissen Gestaltung. Wir haben das bekommen im letzten Wettbewerb. Mit unter anderem diesem Slogan, digital und analog, interdisziplinär und disziplinär. Damit haben wir gewonnen und versuchen im Moment nicht nur das Digitale wirklich nicht zu einer Wiederholung des Buches, sondern zu seiner eigenen Autonomie zu bringen. Was Sie beschrieben haben, ist ja nur die Wiederholung des Buches im Digitalen, damit es das Digitale gar nicht erreicht. Das heißt, sowohl im Digitalen Avantgarde zu sein, als auch an Analogspeichern zu arbeiten, die Schallplatte wiederzuholen und analoge Speichermethoden, nicht gerade wie in Keramik in Utah, nicht, wo auf dem haltbarsten Material überhaupt unsere Zeit jetzt niedergelegt wird, das nicht. Aber zugleich das Analoge als Schatten und als Gegenpol zu stärken, das ist Avantgarde, die um das Risiko weiß. Ihnen gebührt das letzte Wort. Danke. Ich glaube, mir geht es auch ein Stück weit um die Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen, die 1999, 2002, 2005 mit ungeheurem Enthusiasmus und mit großem finanziellem und administrativem Aufwand die Websites aufgebaut haben, die heute nicht mehr funktionieren. Das heißt, mir geht es auch ein Stück weit, und das ist, nehme ich an, eine Perspektive, die meinem Fach der Geschichte geschuldet ist, auch um so etwas wie Kostenwahrheit im Digitalen. Wir haben nämlich, bezahlt wird auch im Digitalen, nicht nur mit öffentlichen Mitteln der Institutionen, die unsere Arbeit bezahlen, sondern auch mit unserer eigenen Zeit und mit unserer Aufmerksamkeit. Und da gibt es eine persönliche Art von Informationssouveränität, die selbst eine knappe Ressource ist und knappen Ressourcen unterliegt. Und auf die wollte ich aufmerksam machen. Dankeschön.